Werte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Geschwister im islamischen Glauben. Am 16.12.2018 trafen sich die Hausmeister der Moscheen in Braunschweig zum Jahrestreffen. Als Gäste waren der Hausmeister des Königreichs Saal Braunschweig und der Hausmeister der LAB der Stadt Braunschweig anwesend. Es wurde beraten und besprochen die Situation zum letzten und kommenden Jahreswechsel. Die Muslime feiern kein Weihnachten und kein Silvester. Letztgenanntes Fest ist der Schwerpunkt des Treffens. Nach dem Jahreswechsel 2017-2018 wurden insgesamt 297 abgebrannte Feuerwerkskörper auf dem Grundstück der Moscheen des Königreichssaals und der LAB gefunden. Das stellt eine Zunahme von 69% gegenüber dem Vorjahr dar. Auf dem Gelände der LAB kam es zu Panikattacken unter den Migranten aus Kriegsgebieten, weil sie dachten, es gäbe auch in Deutschland Kriegshandlungen zwischen diversen Parteien. Es wurde der Vorschlag gemacht, für die LAB eine Feuerwerksverbotszone von 5000 Meter zu beantragen. Für die Moscheen wurde eine Zone 1000 Meter vorgeschlagen. Des Weiteren wurde der Vorschlag gemacht, dass innerhalb eines Radius von 3000 Meter einer Moschee zukünftig keine öffentlichen Weihnachtsfeiern mehr durchgeführt werden. In Braunschweig trifft das für zwei Moscheen zu, Leopoldstraße und Wendenstraße. Diese Vorschläge werden im Laufe des Jahres als Anträge den Behörden Braunschweigs übergeben. Soweit diese Meldung. Mein Name ist Per Thüler, ich lebe in Port Elisabeth, Republik Südafrika.